Hallo meine Lieben, heute gibt es endlich mal wieder ein Tutorial von mir und zwar ein Party-Make-up-Tutorial. Und zwar wollte ich euch mal zeigen, wie ich aussehe, wenn ich feiern gehe. Und ich hoffe, es interessiert euch. Es ist eigentlich ein Smokey-Eyes-Look, ein bisschen ja, verlenarisiert, kann ich mal so sagen. Also wie gesagt, ich bin ja nun mal kein Profi und ich mache das alles so, wie ich das denke und wie mir das am besten gefällt. Ich hoffe, dass ihr es gut erkennen könnt, weil die Lichtverhältnisse sind nicht allzu berauschend. Aber ich hoffe, dass es reicht und wenn es euch interessiert, dann guckt es euch an. Und wenn nicht, dann guckt es euch nicht an, guckt euch ein anderes Video an oder schlagt mir ein Video vor, was ihr gerne sehen würdet. Und ich hoffe, es gefällt euch und da sage ich mal viel Spaß, meine Süßen. So, ich habe jetzt schon die Foundation drauf, also da könnt ihr auch in meinem Foundation-Video gucken, wie ich das mache. Da hat sich auch bisher nichts verändert, außer, dass ich jetzt dieses Beauty Eye benutze und das über alles liebe. Es ist ja sowas von gut. Und die Augenbrauen habe ich mir schon gemacht, weil, ja, keine Ahnung, das macht ja eh jeder anders. Das wollte ich euch jetzt nicht extra zeigen. Und nicht wundern, ich habe mir hier unter die Augen ganz viel losen weißen Puder gemacht, denn falls beim Schminken ein bisschen was abbröselt, dann kann ich das einfach so wegwischen. Ja, da fange ich euch gleich mal an und zoome euch erstmal ran. So, als erstes nehme ich meinen weißen Kajal von Manhattan und mache mir den in die inneren Augenwinkel. So, danach nehme ich meine Tropical Eyeshadow Palette und nehme diesen silbernen Ton als Base sozusagen. Schwarz, das ist nämlich nicht ganz so dunkel, das nehme ich dann als erstes und trage es im äußeren Lid auf. Den Essence Eyeshadow Superstar, die Nummer 14. Der ist nämlich schwarz und glitzert. Und naja, wenn ich weggehe, dann muss das immer alles glitzern und auch ja, ganz schön so übertrieben sein, sage ich mal so. Genau, und den mache ich mir dann auch nochmal in äußeren Winkel, aber dann, naja, seht ihr endlich, dass es ein bisschen dramatischer wird. Ja noch so ein bisschen dramatisch und abgehackt, ein bisschen too much aus und deswegen nehme ich mir immer hier aus der Palette so einen rötlichen Ton, also so einen etwas rötlichen Ton, so braun-rötlich muss man sich da nehmen. Und den mache ich mir dann hier oben auf diesen Knochen und dann wird das alles schön miteinander verblendet, also richtig doll miteinander verblenden.
ist wahrscheinlich besser, weil man nicht so ein schimmeriges Braun nimmt, aber für mich ist es ganz okay, weil wie gesagt, ich mag das ja, wenn es so total glitzert und auffällig ist und ja. Und als letztes, für die Augen jetzt erstmal, mache ich nämlich noch einen Highlighter und zwar den hier von mir, meiner P2 Style Deluxe Mini Palette. Dann nehme ich den Highlighter halt da oben und mache mir den unter die Augenbrauen. Dann nehme ich noch den schwarzen Eyeliner von Catrice und trage mir den noch hier auf die Wasserlinie auf. So, zum Schluss kommt die Wimpernzange ran, damit die schön gebogen sind. Mascara von L'Oreal. Und mache mir rauf. In der getrocknet ist, gehe ich nochmal mit meinem I Love Extreme Mascara von Essence rüber. So, jetzt pudere ich noch mal ein bisschen mein Gesicht ab. Dann benutze ich meine Avon Bronze Pearls. Einen Astor Skin Match Blush. Und zum Schluss nochmal mein Oil Control All About Matte Powder von Essence, damit alles schön fixiert wird. Am liebsten mein Astor Lipgloss Shine Deluxe Jewels. Ja, das ist nämlich der hier. Der glitzert nämlich so schön. Ja, den finde ich richtig toll. Sieht dann der fertige Party-Look aus für mich. Jetzt wäre ich eigentlich bereit, feiern zu gehen, aber es ist jetzt gerade irgendwie 10 Uhr morgens und ich bin hier feierfertig. Naja, mal gucken, was der Tag noch so bringt. Ich hoffe, ihr könnt es ein kleines, also gut erkennen, oder ich zeige euch das nochmal. Genau, so sieht es dann aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich finde Make-up-Tutorials total cool. Das einzige Problem ist noch, dass es mit den Lichtverhältnissen nicht ganz so gut klappt, wie ich mir das vorstelle. Da muss ich noch ein bisschen überlegen, wie ich das mache. Aber ich hoffe, ihr konntet das Grundprinzip erkennen und ja, wisst, was ich meine und findet das ganz schick und könnt euch vielleicht ein paar Anregungen holen. Und ja, Videowünsche könnt ihr mir immer noch schicken. Und ja, das war's dann erstmal für heute, ne? Und dann sage ich Tschüssi!